Was geht ab, liebe Leute in der Außerirdischen? Guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier in der Escape Map. Ich habe gerade den Namen vergessen. Heute gibt's Escape First und zwar das nächste Chapter bzw. den nächsten Raum. Auch in diesem Escape Map Paket sind wieder mehrere Chapters untereinander verteilt, die wahrscheinlich nichts miteinander zu tun haben, aber trotzdem irgendwie drin sind. Und da spielen wir heute das nächste. Ich weiß gar nicht, was ist denn das nächste? Ist das das hier? Room Selection? Irgendwas mit Button, der Red Button war es. Ah, genau. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, hier oben ist es, glaube ich, verlinkt. Das war. Junge, gehst du mal eins zurück? Das war Psycho Zirkus, genau. Und heute spielen wir dann eben The Red Button. Das sieht aus wie. Goldie, du passt hier nicht mehr rein in den Raum. Nee, ich glaub's auch nicht. Ich werd nicht reingezogen. Das hat ein bisschen was von Oma Spättchen ins letzte Kämmerle ein, weil du nicht artig jetzt warte mal. Okay. Was für Oma Spättchen? Welches Kämmerle ein? Oh Gott. Okay, das, ja. Werden die Räume immer kleiner? Ja. Okay. Sollen wir den Button drücken oder nicht? Nein. Nein. Okay. Das heißt, don't press the button. Das heißt, also red pressen. Button. Ich hätte schon. Press, heißt es press the red button oder was? Ja, oder irgendwie so. Ich schlachte dich ab. Okay. Ich schwöre dir. Dodo war schon vorher da und hat Matt geschlachtet. Das war viel zum Thema Schlachten, Alter. Alter, den fehlt sogar den Kopf. Nö. Du musstest den Button drücken, um weiterzukommen. Ja. Ich stech dich auf. Ja. Was ist eigentlich für ein Symbol hier in der Wand? Drehen wir mal. Oder die ganzen Lichtschalter hier. Das steckt durch den Lichtschalter. Ja, safe muss. Ah, ja. Warte. Genau, das sieht man, wenn das Licht an ist, nicht. Aber wenn Licht aus ist, sieht man dann der Falltür, Zahncode. 7453. Da oben. Hä? 7453. Ja, Mann, ich kann nicht zählen. 7-4. Alter. 7-4, nicht 4-7. 3-2. 5-3. Egal. Doch. Kurbel. Kurbel mal los. Kurbelt? Kurbel? Wer kurbelt? Was willst du kurbeln? So. Ach, da kurbel. Das ist ganz seltsam in der Wand. Alles klar. Okay. Drücken hier ändert sich vielleicht push. Die Atmosphäre. Ey, wir. Da! Hä? Hä? Ah, ich bin hier oben. Das ist ein Loop. Aber wir hätten nicht drücken sollen. Oh Gott, ich muss alles wieder von vorne machen. Bist du sicher, dass wir den ersten Button überhaupt drücken sollen? Ja, sonst geht's ja gar nicht weiter. Naja, vielleicht können wir mit den Symbolen hinter dir da irgendwas dann zahlen können. Ja, genau so. Sein. Okay, wir drücken jetzt nicht den Button. Don't push. Also drücken. Vielleicht mal Licht ausmachen? Ändert nichts. Können wir die Leiche mitnehmen? Ah, dreht euch um. So, komm her. Dann dreh ich um. Oh mein Gott. 5762. Okay, nächstes Zimmer. Oh, the red button. 3759. Leute, sollen wir uns mal kurz drüber unterhalten, warum hier in der Mitte schon wieder blutet und ein Button? Nein. Lass mal den Zettel lesen. Ich fand nicht den Mut, auf den Knopf zu drücken. Ein verrückter Alkoholiker spielt mit meinem Verstand. Ich hätte nie vor diesem Bauernhaus Halt machen dürfen, um Hilfe zu bitten. Er kommt jeden Tag um 9 und holt sich einen von uns. Nur eines habe ich lernen können. Sein Lieblingstrink ist ganz wichtig. Ja, hier ist sein Lieblingstrink, kannst du gleich haben. Kannst du gleich machen. Ich habe auch nochmal hier was. Was hast du? Ich habe irgendwas Likör. Hier sind so Kiste mit ganz vielen bunten Knöpfen drauf. Guck mal den Button. Na guck mal, hier hast du 3759. Ich denke mal, das hat was mit dem Schupfer hier zu tun. Achso, ja, das kann sein. Leute, Button drücken. Mit Bock. Ach komm schon. Ich glaube, das hat sich gehört vielleicht ganz. Okay, da steht was. Erinnerst du dich an die Zahl auf der Leiche? Nee. Boah.
Oh, Digga. Wir können nicht zurückgehen. Wir können nicht zurück. Scheiße, Digga. Aufnahme regelt. Ja, schau steht mal. Steht AA Getränk. AA Getränk. Hier steht was im Bild. 2, 4, 6, 8. Wo? Hä? Da im Bild auf der Mauer. Ah ja, 2, 4, 6, 8. Lass mal rumprobieren. Hä? Hat jemand was gelöst? Ich nicht. Ich hab nochmal auf den Knopf gedrückt. Achso. Oh mein Gott. Kann, Dodo, du bist ja gerade an dieser Kiste dran. Es gibt vier blaue Button. 2, 4, 6, 7 grüne und 3 gelbe. Mama hat's grün, blau und gelb. Gelb. Ja, passiert nichts. Ah, wir haben noch nicht mal alles gelootet. Hier ist noch weitere solche Getränke, Sachen da. Ah, das Bild. Bild. Ah, ein Bild von der Leiche. Vom Fuß. 2018. Da stand eine Zahl drin. Auf dem Fuß anscheinend, ja. 2068. 2018. 2. Ja, hier. Ah, Würfel. Und die kommen hier rein. Ja. So wie es dann im Schrank dann da steht. 3, 7. Nee. Yes. Genau. Neue da. Haustür. Interessant. Da können wir auch noch mal Sachen klicken. Okay. Und welche Sachen? Den Zahncode auf dem Gemälde vielleicht? Ja, ich probier's aus, hau raus. Hä? 2, 4, 6, 8. Ja, irgendjemand hat's geklaut, Dodo oder so. Ich will auch mal. Aber wie willst du hier was klicken? Du musst ab. Ah. Oh mein Gott, ja, was 2, war 4, das? 6, 8. Medizinschrank. Ist ein Pill? Ich hab einen Schraubendreher. Z, Z, Z. Gelb und grün. Schraubenzieher. Da gab's irgendeine Kiste. Hier. Da kannst du, glaube ich, irgendwas interagieren. Wie machst du? Die Schlössern, ja, stimmt. Hier ist noch so ein Bannerbild. Warte. Packst du es doch nicht auf den Dings drauf? 4. 5 rote. 7, 4, 7, 3, 5. Ja. Herrlich. Die Anzahl an Dinger. 4, 7, 3 und was ist ein Ding mit 5? Hier sind Medizin drin. Aber noch auch nur eine. Ja. Ich war nochmal, was ist bei dir drauf? Ich dachte das. Hä? Oh mein Gott. Okay. Gelb, grün. Interessant. Blau, orange. Ja. Was war das jetzt? Schlüssel. Ah, da oben. Echt, das war. Mary Worth hat während des Weltkriegs in der Nähe der alten Eisenbahn in Chicago gelebt. Oft entführte sie flüchtende Leute und hielt sie in ihrem Keller angekettet fest, quälte sie und benutzte sie für dunkle Rituale. Du kannst Bloody Mary kennenlernen. Ja. Wenn du dreimal blinkst und ihren Namen vor dem Spiegel fünfmal schreist, ihr Geist wird kommen und dir die Augen auskratzen. Okay. Also, und wir schreien nicht vor irgendwelchen komischen Spiegeln, Leute, das ist klar. Gab's nicht? Ah ja, hier. Das ist ein Getränk, Bloody Mary. Ah, ja, moin. Was brauchen wir dafür? Wodka, Tomatensaft, Salz und Zitrone. Ja, nee, ist klar.
Ah, guck mal. Hier an der Wand. Tomaten, Zitrone, das Salz, was brauchen wir noch? Tomate, Wodka. Ja. Ja, eine Anzahl drauf. Naja, wir haben fünf Tomaten. Wir haben also fünf Tomaten, vier Zitrone, zweimal Salz und ein halbes Wodka. Gut, das Einzige, was noch übrig ist, ist das hier, oder? Auch Ja, die Haupt. A-Getränk da ist. Ja, genau. Brauchen jetzt das Getränk. Also. Aber dann Naja, ist das, dass das was? halbe dann stimmt. Wenn dann zwei oder, also eineinhalb oder Na. 0,5 oder Ja, guck so. mal, was mich halt verwirrt, an der Tür steht AA und dann das Getränk. Verstehst du? Also wäre das Getränk sozusagen nur die letzte Zahl. Aber dann wäre es hier ein dreistelliger Code. Mit A, Ja, oder also. eine Zahl besteht aus zwei Zahlen. Also eine Zahl ist Boah, zwei das könnte Ziffern gut groß. sein. Das Getränk bestand sozusagen aus zwei Zahlen. Ja. Das heißt, was haben wir Es sind ja da? auch zwei Sugarcane oder irgendwas, zwei Sachen, die da reingewürfelt werden auf dem zweiten Bild. Und es sind zwei Striche unter der Flasche da. Ach, muss Also. man ein Plus rechnen? Also zweimal Salz plus fünf Tomaten sind sieben plus vier Das müssen 12 Zitronen. sein dann. Ja, 12 plus noch ein Wodka sind 12. Also was war das? Ganz Drei? hinten ist Ja, die aber wir brauchen 12. eine AA nach vorne, gell? Ah, ja. Haben wir noch irgendwas? Ja, als allerletztes war der Zettel, oder? Da wussten. Der hat uns jetzt gebracht, dass wir als Getränk Bloody Mary wissen, genau. Was sind denn irgendwelches? Da, wenn du dreimal blinkst und fünfmal schreist. Ah, ja, 3, 5, 1, 2, genau. Ihr seid einfach gut, Alter. Das ist Teamarbeit. Seid ihr bereit? Oh, Alarm drin. Teamarbeit. Ich wollte gerade sagen, hä, Dunkel? 7, 7, ne, 7 plus plus 9. Oh, das ist creepy. 1, 4. 7, 9, 1, 4. 2, 7 plus plus 3, 5. Oh Gott. 5, 1 plus plus 4, 3. Nein, mach doch 4, irgendwas. 1, 9 plus plus 7. Boah, das ist viel zu viel Mathematik. Aber wir wissen, Hä? wie rum es geht. Hä, warte. Vierstelliger Code. Na, wenn du das zusammenrechnest? Na, dann, nee, das kann nicht sein, dann musst du auf 1000 kommen. Aber 7 plus plus 9, das ist doch dumm. Hey, haben wir nur drei Seiten? Was sind es Ja, vier? ja. Nein, Ne, sind drei. drei. Aber wir haben einen vierstelligen Code. Naja, aber wahrscheinlich gibt es noch irgendwas anderes. Weißt du, Nico, dass jetzt hier zum Beispiel nicht 9 plus 7 steht, sondern 79? Boah. Warte mal, das ergibt Sinn. Das ergibt wirklich Sinn. Da kommt eine vierstellige raus, oder? Müsste, weil wir relativ Weil, schnell über ja, 100 ja, sind. ja. Rechne mal 9 Ich plus 7. Oder 7 bin nur plus 9. dafür. Nee, Ich warte bin mal. nur noch. Nein, 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 Stopp. nein, nein. Zusammenschieben. Nein, nein, nein. Rechne mal 7 plus 9. Kommst auf 16. Ja. Und wenn du jetzt 16, weil plus plus 1 plus 6, weil das muss ja eine einstellige Zahl sein. Ah, es hat 7 Aber. ergibt. Deswegen plus rechnen. Also plus Hä? plus. Ja, du rechnest 7 plus 9. Da kommt eine zweistellige Zahl raus, 16. Und die 1 Ja. rechnest du plus 6. Dass du nur eine einstellige Zahl rauskriegst. Da kommt eine 7 raus. Boah, der Gedanke sollten wir nicht verwerfen. Warte mal. Ich hab's gerade mal Ich durchgemacht. weiß Da noch komme ich nicht. nämlich jetzt genau auf eine vierstellige Zahl. Ich weiß noch nicht. 8, 8, 5. Aber ist es dann jetzt Ja! jede Seite oder Hä? was? Es Hä, warte geht. mal. Warte mal. Also hier 5, Ne, du 3, hast. Ne, du hast 7, hier 12. 5. Hier ist 8, weil du hier 53 plus 72 rechnest. Und das, warte mal, das Ach waren 100, so, ja, 100, okay. 125. 5
plus 12, ja, und dann kommst du auf 8. Also 5 plus 2 plus 7, ja. 5. Ich hab das irgendwo schon mal gesehen. Ich wusste bloß nicht mehr wo. Okay, das ist gut, dass du es mal gesehen hast, weil ich glaube, ich werde niemals drauf gekommen. Okay, von mir aus, mach weiter. Drück den Knopf. Wow. Das war jetzt ein lames Ende. Ja. Ja, Leute, an der Stelle machen wir auch direkt den Cut. Wenn es euch gefallen hat, schießt gerne mit dem Like-Button ins All, teilt das Video unbedingt mit Freunden und Verwandten und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wir spielen auf jeden Fall noch Lost in Time. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, wer den letzten Teil noch nicht gesehen hat, hier oben, es müsste verlinkt sein. Und schaltet auch gerne mal beim Goldie vorbei, der freut sich garantiert auch über ein bisschen Liebe. Einfach mal Augen anlassen. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Video. Ich hoffe.